Ja, hallo und willkommen zu meinem Jahresrückblick 2018. Ich weiß nicht, ob euch sowas interessiert. Ich dachte, ich mache einfach mal wieder sowas. Ich habe das schon mal in ähnlicher Form auch betrieben. Nur diesmal dachte ich mir, warum gucken wir uns nicht mal Twitter an, was ich da gepostet habe? Und zwar so ein, zwei Tweets pro Monat habe ich mir rausgesucht, mehr oder weniger spontan, und auf einem Bildschirm geklatscht. Und ich dachte, wir gehen das also einfach mal gemeinsam durch und ich erzähle ein bisschen was dazu, was mir einfällt. Und ja, weil ich muss zugeben, als ich so an den Jahresrückblick gedacht habe, was war eigentlich 2018, mir ist spontan erstmal sehr wenig eingefallen, weil es einfach das Jahr so an mir vorbeigezogen ist. Es ist echt schlimm, es hat schon vor Jahren angefangen, aber ich habe das Gefühl, es wird von Jahr zu Jahr schlimmer, dass es einfach nur an mir vorbeirauscht und irgendwie Dinge passieren, aber die Jahre irgendwie so verschmelzen. Ich weiß nicht, ob es euch vielleicht ähnlich geht. Und für sowas sind natürlich Tagebücher gut. Das ist natürlich jetzt aber für. Ich schreibe übrigens noch Tagebücher. Das ist nur jetzt für YouTube vielleicht ein bisschen überpersönlich. Und deswegen dachte ich, ich mach's mit Twitter, weil ich Twitter ja sehr regelmäßig und es folgen mir auch nicht alle Leute auf Twitter. Deswegen dachte ich, ist das vielleicht eine Idee? Und wir gucken uns einfach ein paar Tweets von mir an, gemeinsam. Ich hoffe, das interessiert euch. Wenn nicht, dürft ihr jetzt einfach abschalten und ich wünsche euch trotzdem einen guten Rutsch ins neue Jahr. Okay, fangen wir an. Natürlich vorne mit dem Januar. Januar. Habe ich das jetzt richtig geschrieben? Sieht aus wie ein I, ne? Soll aber eigentlich ein J sein. Der Januar hat für mich nicht ganz so gut angefangen. Zum einen, weil mein Vater ins Krankenhaus gekommen ist wegen Herzinfarkt. Keine Sorge, ihm geht es den Umständen entsprechend wieder sehr gut. Zum anderen aber auch, wie hier steht, habe gerade ein Vorstellungsgespräch hinter mir. Das lief mal ja nicht so gut. Für eine poplige Stelle mit nur 9 Stunden hatten die gleich 4 Leute im Raum, die alle Fragen gestellt haben. Ja, und ich war auch nicht so wahnsinnig gut auf diese Fragen vorbereitet. War mein allererstes richtiges Vorstellungsgespräch. Lief nicht gut, und leider hat sich das auch ein bisschen durch das Jahr hinweg weiter so verhalten. Die Gespräche liefen immer besser, so aus von meiner Seite her, leider nicht von der anderen Seite. Und damit würde ich den Januar eigentlich auch schon wieder abhaken und sagen, wir gucken uns mal den Februar an. Februar schreiben. Februar. Ich habe übrigens eine Sauklaue, also ne, nicht wundern. Ich krieg das nicht schön hin. Sehr bald auf meinem Kanal, habe ich am 13. Februar geschrieben und hier haben wir ein Bild von Kingdom Come Deliverance. Ja, das kam dann auch auf meinem Kanal, nur nicht sehr lange. Ahem, ahem, ahem. Also ich finde das Spiel schon okay. Ich bin nur einfach nicht dran geblieben. Ich bin sowohl im, also ich habe das Let's Play ja dann abgebrochen, aus verschiedenen Gründen, die ich auch damals dann in dem Video dazu, das letzte Video zu dem Spiel, ausführlich alles erklärt hatte. Ich habe das dann privat nochmal angefangen und wir haben das auch im Stream ein bisschen gespielt, aber ich habe es trotzdem nicht weitergemacht. Schon wieder. Also ich habe schon wieder abgebrochen, sozusagen, auch privat. Ich weiß nicht, was das ist an dem Spiel. Ich finde es eigentlich nicht schlecht, aber ja, komischerweise reicht es einfach nicht aus. Kann ich jetzt mit. Ich bin übrigens neu mit meinem Grafiktablet hier zugange. Das heißt, wenn ich irgendwelche komischen Dinge mache, liegt das daran, dass ich hier noch nicht so geübt bin. Wir scrollen mal ein bisschen runter. Ich habe noch eine zweite Sache zum Februar. Und zwar, ja geil, jetzt habe ich gemalt, das wollte ich eigentlich gar nicht. Seht ihr, so fängt das schon an. Es wird voll das Fail-Video, ich weiß jetzt schon, Februar, ich schiebe das mal so ein bisschen hoch, hallo, ich bin der Februar, immer noch, 25. Februar. Gestern einen ellenlangen Beitrag auf Facebook geschrieben, weil ich meine Seite nicht mehr weiterführen werde und alles schön über oben auf der Seite angepinnt. Der Beitrag hat bisher eine Person erreicht, genau deshalb sage ich Bye zu Facebook. Genau, das war auch im Februar. Ich habe meine Facebook-Seite geschlossen. Seit Jahren hatte ich die und habe da ja auch immer meine Videos hochgeladen und so, aber zum einen, ich mag Facebook echt nicht. Ich habe wirklich nur diese Seite gehabt, wo ich halt die Videos hochgeladen habe und Bescheid gegeben habe, im Prinzip, hier ist ein neues Video. Mehr habe ich damit auch echt nicht gemacht und ja, und man sieht, es oft hat es halt einfach auch nicht alle Leute erreicht und deswegen habe ich dann gesagt, tschüss, Facebook. Und ich denke, es war die richtige Entscheidung, weil ich muss zugeben, ich hatte das schon fast wieder vergessen, bis ich diesen Tweet hier gelesen habe. Ich vermisse Facebook überhaupt nicht. Dann geht es weiter mit dem März. Was haben wir denn hier Schönes? Ich schreibe mal hin März. Wo schreiben wir denn mal März hin hier oben?
März. Wir lernen schreiben mit Ellori. 26. Ghost of a Tale. Die Maite, die nicht singen wollte. Wunderschönes Spiel. Habe ich im März angefangen. Und ich habe es tatsächlich auch beendet. Man soll es kaum glauben. Schon krass, ne? Also, ja. Ich habe einige Spiele beendet, darauf kommen wir auch noch. Ghost of a Tale ist eins davon. Falls ihr es nicht gesehen habt, ich kann es nur nochmal wärmstens empfehlen. Es war ein echt süßes Spiel und hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Dann haben wir im April... Oh, wir haben schon April, das ging aber schnell. Anfang des Jahres ging, ja, verdammt schnell irgendwie. Habe ich gar nicht so viel rausgesucht zu. Also, ich schreibe nochmal April hin. Neuer Prozessor eingebaut, PC fährt nicht mehr hoch, drückt die Daumen, dass wir den Fehler finden. Ja, das, ich habe meinen Rechner nach und nach aufgerüstet in dem Jahr und zum Glück hat letztendlich auch alles geklappt. Auch das mit dem Prozessor. Und ja, das hat mir beim Spielen und Streamen und alles doch ein bisschen was erleichtert, dass ich da neue Rechnerteile hatte. Und dann kommen wir auch schon zum Mai. Ich will immer nicht zu viel Vorschau zeigen, ne? Mai. Der Mai, der Mai, der Mai. Was habe ich denn? Ich habe mindestens zwei Beiträge zum Mai. Ich schreibe Mai jetzt mal hier hin. Das ist übrigens auch mein Geburtsmonat. Ich habe noch nie in meinem Leben so ein I gemacht. Ich weiß nicht, warum jetzt... für alle, die es interessiert, ich habe am 13. Geburtstag. Okay, auf jeden Fall, im Mai, 6. Mai habe ich geschrieben. Wie im Stream versprochen, ein Update-Screenshot. Hütte steht natürlich mit Vogelhäuschen. The Forest, genau. Ich habe mal wieder Forest gespielt und ich spiele es immer noch ab und zu. Ich mag ja sehr gerne Survival-Games und ja, es gefällt mir einfach sehr, sehr gut. Ich habe dann auch endlich mal die Story zu Ende gespielt und wir haben es auch ein bisschen im Stream gespielt gehabt. Das finde ich eigentlich, ja, auch erwähnenswert. Wenn ihr Survival mögt, Forest lohnt sich eigentlich schon. Ich war echt überrascht von der Story, also wie sie, also es gibt ja auch zwei Enden mindestens und dass das so abwechslungsreich war jetzt auch vom Ende, also das überhaupt so, ich habe bei dem Survival, bei so einem Survival-Game wie Forest, besonders wenn man es schon mit der Early Access anfängt, ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass da noch so storymäßig was kommt. Fand ich ziemlich cool. So, und Hashtag Werbung, nein, kommt jetzt natürlich nicht wirklich Werbung, aber das ist wichtig hier eigentlich auch, nämlich am 27. Mai neue Maus, geräuschlos, damit nicht immer das penetrante Klicken aus den Videos manuell rausschneiden muss. Und sie leuchtet auch noch, genau. Meine neue Maus in verschiedenen Farbeinstellungen. Das war mir schon eine Weile auch ein Anliegen, was ich dann dieses Jahr verwirklicht habe, eine Maus zu holen, die geräuschlos ist, weil ich habe ja mein Mikrofon sehr sensibel eingestellt, damit es meine doch eher dezente Stimme gut aufnimmt und dann nimmt es aber natürlich auch alles andere auf, wie zum Beispiel nerviges Klicken, das sehr laut dann rüberkommt. Und das Problem ist mit dieser Maus behoben. Ich habe sehr lange gesucht, eine, die halt sich einigermaßen gescheit verhält und wirklich geräuschlos ist und nicht nur so ein bisschen leiser oder so. Da habe ich lange gesucht und ausprobiert. Und natürlich auch was, was ich mir leisten konnte. Leider habe ich jetzt gerade spontan nicht die Marke im Kopf. Es war, glaube ich, eine Tenmos oder sowas heißt die. Für die Leute, die das interessiert. Aber bei Mäusen, ich empfehle echt, probiert es selbst aus, was euch da liegt. Wie die Maus in der Hand liegt, da fängt es ja schon an, bis hin zu, wie sich die Tasten runterdrücken. Und ja, aber auf jeden Fall kann man sich da doch auch ein paar schöne Mäuse suchen und finden. Ich weiß nicht, wie ich den Satz beenden wollte. Wir machen weiter mit dem Juni. Moment. Natürlich auch noch hinschreiben. Wir sind jetzt im Juni. Jetzt habe ich Juni geschrieben eigentlich. Ich habe hier eigentlich auch ein Radiergummi. Habe ich nicht auch ein Radiergummi? Warte. So. Juni, wir machen das nochmal. Ihhh. 17. Juni. Viel Spaß beim Deutschlandspielen. Alle anderen
einen schönen Restsonntag. WM 2018 habe ich tatsächlich geguckt. Ich gucke nie Fußball außer bei der WM. Ein wahnsinnig spannendes Detail zu mir und dem Juni. Aber ja, ich weiß nicht, ich hab Spaß an der WM. Ich bin nicht fanatisch, aber ich habe Spaß an der WM. 6. Juli. Ja, wie schon im Januar erwähnt, es ging weiter mit Vorstellungsgesprächen. Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir uns nicht für Sie entscheiden konnten. Und die Suche geht weiter. Spoiler, die Suche hat noch nicht aufgehört. Oh, das war übrigens der Juli, aber es geht auch gleich. Warte, ich habe noch einen Beitrag für Juli. Deswegen schreiben wir hier noch schön Juli hin. Diesmal habe ich auch das I einigermaßen hinbekommen. Da habe ich Hollow Knights zu Ende gespielt. Nicht, es war kein Let's Play, aber für mich privat. Und ein bisschen auch im Stream. Auch wieder ein Game, was ich euch gerne ans Herz lege, falls ihr es selbst nicht gespielt habt. Sehr anspruchsvoll teilweise, aber ich finde, es lohnt sich, weil es super süß. Also die Charaktere sind so kreativ und schön. Und die Umgebung und so. Also, ja. Das Spiel mit den schönsten Bugs, sozusagen. ja, das war wirklich eine nette Sache. Dann habe ich sogar noch was für den Juli. Da war ja einiges los. Was haben wir denn da unten noch? Ich muss auch erstmal wieder ein bisschen hochscrollen, damit ihr auch was seht, glaube ich. Genau, auch eine wichtige Sache für mich. Für mich persönlich, ich hatte Ende 2017, Anfang 2018 angefangen, wieder mit Aquarell zu malen, was ich sehr, sehr lange nicht gemacht hatte. Überhaupt malen und zeichnen habe ich sehr lange nicht gemacht. Und ja, ich habe nicht nur damit angefangen und übrigens auch eine Instagram-Seite gemacht, sondern ich hatte dann auch die Ehre, ein Bild verkaufen zu dürfen an den lieben Typisch 2010. Und hier sieht man, dass er sich das sogar an die Wand gehängt hat. Nochmal vielen, vielen lieben Dank dafür. Und auf Instagram müsste ich eigentlich einfach auch Elorie heißen. Ich schreibe es hier gerade mal hin. Instagram. ich wollte ja nur nochmal meinen Radiergummi-Ausbruch nehmen. Warte. Das war die falsche Taste eben. Instagram. Bin kein Instagram-Profi. Ich bin jetzt nicht so ein Influencer, der jetzt da 1000 Fotos macht, aber ich nehme es halt, um meine Bilder hochzuladen. Und das müsste da dann sein. Elorin, glaube ich, einfach. Und da fehlt der I-Punkt. Gib mir einen I-Punkt. Achso, da seht ihr alles gar nicht wieder. Oh, das habe ich nicht aufgepasst. Warte. Wow, so weit kann ich gar nicht reinscrollen, dass ihr das seht. Sekunde. Das ist jetzt ein bisschen blöd gemacht. Von mir, es tut mir leid. Hier. Ich gelobe Besserung. Ist ein bisschen schwierig, das abzufilmen gescheit. so ich das gerade mache. Das ist meine Adresse, glaube ich. Keine Ahnung. Die Leute, die sich mit Instagram auskennen, werden wissen, wo das zu finden ist. Auf jeden Fall da findet ihr meine Bilder und ab und zu auch mal ein bisschen was anderes. Und weiter geht's mit immer noch Juli. Warum habe ich eigentlich so viel aus Juli? Keine Ahnung. Ich scheine, also in den Sommermonaten habe ich sehr viel getwittert. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil es heiß war, wie ihr hier sehen könnt. Es war scheiß heiß. Und ich glaube, deswegen habe ich auch so viel. Ich saß halt dann doch eher mehr drin als draußen, weil es einfach zu warm war, um rauszugehen. Hier gegen Abend noch am 25. Juli 35 Grad. Ja, war ein bisschen krass. Ihr könnt euch sicher auch an diesen heißen Sommer erinnern. Das ist auf jeden Fall in Erinnerung geblieben dieses Jahr. Dann, was ich auch privat weitergespielt habe, ist Witcher 3. Ich habe natürlich ein Witcher 3 Let's Play auf meinem Kanal noch beendet, aber ich habe die DLCs nicht gemacht, weil das war was ein Anliegen von mir, das privat weiterzumachen, um das vollends zu genießen für mich. Und ich habe immer mal Screenshots gepostet, und so wie diesen hier mit Geralt und Yennefer. Ja, das war das Blood and Wine DLC mit einer sehr schönen Story und einem sehr, sehr schönen Abschluss auch für die Witcher-Reihe, finde ich. Am 27. Juli habe ich auch das gemacht.
Und dann kommen wir zum August. Ich scrolle. Und im August habe ich... Eigentlich müssen wir erstmal August hinschreiben. Ich meine, denn schon. Schreiben wir mal einfach hier so drüber. August. Der August. Das ist diese Ebene, ja. Da habe ich auch privat ein bisschen was gemacht, nämlich No Man's Sky. Und das habe ich im August gezockt. Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt. Erinnert ihr euch noch? Wahrscheinlich nicht. Wenn, habt ihr ein sehr krasses Gedächtnis und ein noch ein viel besseres als ich. Ich scrolle mal wieder ein bisschen hoch. So. Im August No Man's Sky. Und weiter geht's. Hochscrollen. Im September. Jetzt kommt, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Ich schiebe vielleicht auch hier mal wieder ein bisschen nach oben. Der September. September hinschreiben. Da sind wir jetzt. September. Das war ein fettes B. Und man kann es überhaupt nicht lesen. Das ist schwieriger, als ich dachte, dieses, mein Storyboard hier. Ich nenne es jetzt mal Storyboard, Rückblick. Rückblick-Storyboard. Das alles gescheit ins Bild zu bekommen. 8. September. Noch ein paar Impressionen von Scum. Genau, da habe ich mal Scum ausprobiert. Und ja, fand es eigentlich ganz cool, muss ich zugeben. Survival mit Zombies. Ein bisschen DayZ-mäßig. Haben wir, glaube ich, auch einmal im Stream gemacht. Und mehr habe ich auch gar nicht zum September. Und ich gehe auch gleich rüber zum Oktober. Und da haben wir ein Video, was ich auf YouTube hochgeladen habe. Und das ist ein Review zu Thronebreaker. Ich habe noch nie so wirklich so ein Review-Video gemacht. Das war mein allererstes und wahrscheinlich auch mein letztes. Ich weiß es nicht. Das kann man den Oktober nicht mehr lesen. Ich hoffe, das macht nichts. So rum kann man lesen. Ja, Oktober, Thronebreaker. Ich habe es leider immer noch nicht durchgespielt. Ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie... Es ist gegen Ende, finde ich, doch ein relativ langes Spiel sogar, aber es lohnt sich. Also es ist wirklich gut. Wenn man Witcher mag. Also Witcher und Kartengames. Kartenspiele. Man könnte vielleicht denken, ja, wenn man Gwent nicht mag und so, ist vielleicht ein bisschen langweilig oder blöd. Aber die haben so eine gute Story da drumrum gemacht. Ist wirklich gut geworden, das Spiel. Kann man nicht anders sagen. Mehr dazu im Review, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ich mache Werbung für meine eigenen Videos, so muss das sein. Okay, damit kommen wir zum November. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. November. Vielleicht kann ich das mal ein bisschen schöner schreiben. Naja. Denn ich habe im November zugelegt und ich hatte das ganze Jahr über ein bisschen mehr, glaube ich, gestreamt als sonst. Und im November nochmal extra was draufgelegt. Und dann wurde dieses hier möglich. Trotz früher Stunde waren doch einige Leute im Stream dabei. Vielen Dank und ihr habt das hier möglich gemacht. Nämlich mein Twitch Affiliate. Das ist keine Partnerschaft, aber so was ähnliches. Und das heißt, auf meinem Livestream-Kanal auf Twitch kann man jetzt auch mich abonnieren und bekommt dann ja, werbefreie Streams und Emotes, die nur zum Kanal passend gemacht wurden. Ich habe bisher ein Emote, mehr noch nicht. Ich hätte das Emote hier noch einbauen können, das hätte ich natürlich machen können. Ich verrate so viel, es ist ein Pilz, so ähnlich wie der da oben. Und ja, das war eine ganz coole Sache eigentlich, dass das noch geklappt hat im November mit dem Affiliate von Twitch. Und ich gelobe Besserung, dass ich auch wirklich noch ein bisschen mehr streame als in den letzten Jahren. Ich möchte es eigentlich immer machen und ich hoffe, es klappt. Es ist halt manchmal auch so das Problem einfach, mit was spiele ich. Weil ich habe jetzt auch nicht 10.000 Spiele zur Auswahl und da ist es manchmal ein bisschen schwierig, da das Richtige rauszufinden. Momentan spielen wir Abduction und ich denke, das werden wir beim nächsten Mal auch noch ein bisschen weitermachen. Das heißt, wenn ihr bisher noch nicht auf dem Stream wart,
Schaut doch mal vorbei. Das müsste sein twitch.tv. Diesen komischen Haken wieder. Elori. Ich bin überall Elori. Das kann man ja eigentlich immer recht schnell finden. Ja, und dann kommen wir zum Dezember, der jetzt noch 2 Tage lang geht. Aber nicht mehr Dezember. Und hier mein Weihnachtsfest dieses Jahr vom Bett aus. warte, ich rutsche mal beides noch ein bisschen hoch. Habe ich jetzt denn Dezember hingekritzelt? Ich weiß es gar nicht. Kann ich Dezember mitschieben? Dann muss ich das hier schieben. Ich schiebe das gerade noch ein bisschen, damit ihr das besser seht. Yay. Ich war nämlich dann... Ich hatte Migräne am Weihnachtstag. Und deswegen hatte ich ausnahmsweise Weihnachten im Bett. Es war aber sehr gemütlich. Meine Eltern und mein Bruder haben die Geschenke vorbeigebracht. Und dann habe ich die gemeinsam mit meinem Freund auf dem Bett ausgepackt. Ihr seht übrigens hier meinen Schreibtisch im Hintergrund. Da sitze ich jetzt gerade und nehme das auf. Und ja, die Geschenke, da ist irgendwo mein Grafiktablet drin, mit dem ich hier gerade auch rumspiele. Und da ist mein... Könnt ihr Corsair lesen? Da ist mein neues Gehäuse drin. Ein schönes weißes mit seitlich offen, also mit so einer Platte, einer durchsichtigen, dass man reingucken kann. Brauche ich jetzt noch ein paar lustige, bunte Dinge eigentlich für drin. Ja, das war mein Weihnachtsfest. Es war sehr gemütlich, ein bisschen anders als sonst. Aber kann man auch mal machen. Nach 35 Jahren kann man auch mal an Weihnachten krank sein. Davon geht die Welt nicht unter. Ja, das war mein Jahr. Ich habe in dem Jahr sehr viele Let's Plays auch beendet. Ich hatte Hop angefangen und beendet. Ich habe Subnautica beendet. Ich habe Ghost of a Tale angefangen und beendet. Ich habe Alien Isolation beendet. Ich weiß gar nicht, ob ich es auch angefangen hatte dieses Jahr. Ich glaube nicht. Bin mir da gerade nicht so sicher. Also da hat sich auch auf dem Kanal einiges getan. Und auch wenn es eigentlich was Negatives ist, dass ich arbeitslos bin noch und noch keinen Job gefunden habe, zumindest hatte ich dann mehr Zeit für Videos und konnte euch damit ein bisschen überschütten. Ich hoffe, das kam gut an. Und wir haben dann noch jetzt Ende des Jahres Gris angefangen und Prey. Das läuft ja momentan auch noch und ich denke, das wird auch noch gerade so ins nächste Jahr reingehen. Wie Silvester aussehen wird, weiß ich noch nicht. Davon lasse ich mich überraschen. Der Nachbar hat schon angekündigt, er macht Party. Ich freue mich. Yeah. Ich bin normalerweise immer froh, wenn wir... in unserer Haushälfte hier keiner da ist und wir Ruhe haben an Silvester. Bis natürlich auf das Knallen um 0 Uhr. Ja, das wird diesmal wohl nicht ganz so ruhig vonstatten gehen. Aber mal gucken. Ich versuche es auf mich zukommen zu lassen. Und dann bin ich gespannt, was 2019 kommt. Für mich und für euch natürlich. Und bin gespannt auch, was ihr jetzt zu diesem Rückblick sagt. Vielleicht mögt ihr auch selbst ein bisschen erzählen, was für euch das Highlight war, entweder auf meinem Kanal, für euch persönlich. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich lese mir das alles auf jeden Fall durch und wenn ich kann, werde ich euch auch antworten. Ja, das war 2018. Es ging schnell, es ist einiges passiert, trotzdem man, ja, wie am Anfang schon gesagt, manchmal realisiert man das einfach nicht so, weil es einfach so schnell vorbeigeht. Deswegen kann ich euch auch nur raten, versucht das irgendwie festzuhalten. Vielleicht auch, muss ja nicht Tagebuch sein, vielleicht fällt euch irgendwas anderes ein oder macht es so wie ich, guckt euch nochmal bei Twitter irgendwas durch oder so. Versucht besonders die positiven Sachen, glaube ich, sollte man immer besonders hervorheben, weil die immer so schnell in den Negativen untergehen und die Negativen einem sowieso eher im Gedächtnis bleiben. Ja, aber ich möchte gar nicht so viel Moralapostel hier spielen oder ich euch irgendwelche Lebenstipps und Lifehacks geben, da bin ich auch nicht der Typ für. Aber ich wünsche euch ein wunderschönes Silvesterfest und einen super guten Rutsch ins Jahr 2019. Fallt nicht auf die Schnauze und wenn,
Ihr könnt euch auch wieder aufrappeln, da bin ich mir sicher. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Ich werde die nächsten Tage natürlich wie immer ganz normal meine Videos weiter hochladen. Und ansonsten, falls man sich nicht mehr liest. Ja, ich fange mit Rutsch an. Ich schreibe jetzt erstmal Rutsch. Das könnt ihr jetzt schon wieder nicht lesen. Ich schiebe es hoch. ja. Super professionell, ihr seht schon. Das ist Wahnsinn, wie ich das hinkriege. Rutsch. Natürlich einen guten. Rutsch. Ins. Neue. Ja. Das mein Wunsch an euch. Und vielen, vielen Dank wie immer fürs Zuschauen, fürs Dabeisein seit so langer Zeit auch schon bei einigen. Und ja, ich kann eigentlich nur noch mal sagen, Dankeschön.